Die Psoriasis oder Schuppenflechte ist eine häufige entzündliche Hauterkrankung. Etwa 1-2% der Bevölkerung weisen diese Krankheit auf. Es ist eine anlagebedingte Erkrankung, das heißt, es gibt auch eine Erbkomponente. Zusätzlich können verschiedene Faktoren einen Schub dieser Schuppenflechte auslösen, zum Beispiel Infektionen, Stress oder auch Medikamente. Die Schuppenflechte kann selten einmal schon im Frühkindesalter auftreten. In der Regel ist die erste Manifestation im frühen Erwachsenenalter zu erwarten. Die Schuppenflechte kommt an typischen Körperregionen vor, wie zum Beispiel Ellbogen und Knie. Auch die Haaransatzregionen sind typischerweise betroffen. Etwas seltener der Gesäßspalt, der Bauchnabel und auch die Handflächen und Fußsohlen sind nicht selten betroffen. Die Nägel zeigen etwa in 30% ebenfalls einen Befall. Also alle Personen können betroffen werden, Männer wie Frauen. Es kommt in jeder Altersgruppe vor. Es gibt also zwei prädominante Formen, eine Form, der vor 40 Jahren auftritt und eine andere Form, die nach 40 Jahren auftreten kann. Wir wissen, dass die Psoriasis durch psychischen Stress verschlechtert werden kann. Und es ist sicher sinnvoll, manchmal nicht einfach, sein Leben so zu organisieren, dass sich der Stress in Grenzen hält. Weiterhin ist darauf zu achten, dass bei Infektionen man frühzeitig den Arzt aufsucht, weil Infektionen auch zu einer starken Verschlechterung der Schuppenflechte führen kann. Wir wissen auch, dass ein höherer Body Mass Index ungünstig ist für die Schuppenflechte, also eine etwas reduzierte Kalorieneinnahme ist für die Schuppenflechte auch günstig. Eine eigentliche Schuppenflechtendiät gibt es aber nicht. Wir wissen, dass Fischöl gut ist für die Schuppenflechte, aber wir können nicht eine eigentliche Diät empfehlen.